In der Volksschule Anif lernen Sajida, Mohammad und Asma am Nachmittag Deutsch. Die drei Geschwister sind nun schon einige Zeit in Österreich, nachdem sie Syrien mit ihrer Familie verlassen mussten. Der Grund für ihre Flucht ist das Bombardement der Schule des großen Bruders, wobei er seinen Arm verlor. Dadurch wurden sie ein Teil der 88.151 Menschen, die im Jahr 2015 um Asyl angesucht haben. Da stellt sich häufig die Frage, ob wir so eine Zahl an Menschen in unserem Staat gut integrieren können. Doch diese Familie ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Leben hinter neuen Grenzen möglich ist. Du gehst ja jetzt schon in die zweite Klasse Hauptschule. Und wie kommst du da eigentlich beim Unterricht mit? Geht das gut oder müsstest du noch ein bisschen mehr Deutsch lernen, dass du wirklich alles zum Beispiel in Mathe verstehst? Ja, die Deutsch ist nicht so schwer. Es ist ein bisschen leicht und ich habe ja 5 Freunde und machen wir viel Spaß in der Schule. Also geht's gut in der Schule? Ja. Okay. Mohammed, du bist jetzt schon in der Volksschule und hast du dort auch schon Freunde gefunden? Und was machst du mit denen so in deiner Freizeit, am Wochenende zum Beispiel? Ja, ich spiele Fußball oder Football, Tennis, ja. Asma, du bist schon am längsten von uns allen in Österreich. Was sind denn so Unterschiede zwischen Syrien und Österreich, die dir so ganz arg auffallen? Wir haben in Syrien 2 Kühe und wir haben in Syrien Weintrauben. Das habt ihr hier nicht. Ja, und unser Haus ist in Syrien groß, aber da klein. Doch sehen dies nur die drei Flüchtlingskinder so positiv? Was sagt die Bevölkerung dazu? Die Bürgermeisterin der Gemeinde Anif, Frau Magistra Gabriela Gemacher-Leitner, berichtet: Die Bevölkerung mittlerweile reagiert sehr, sehr positiv darauf. Und ich denke, es hat aber auch einen Grund, weil wir als Gemeinde auch beschlossen haben, einen behutsamen Weg zu gehen. Wir haben beschlossen, dass wir kleine Quartiere favorisieren und uns auch wirklich auch darum bemüht haben, solche zu finden, wo auch dann Familien unterkommen können. Also wir wollten ganz bewusst kein Großquartier bei uns im Gemeindegebiet haben. Also aus mehrerlei Gründen. Also einer der wichtigsten Gründe ist einfach, dass Menschen in Großquartieren einfach viel schwieriger zu integrieren sind. Die Gemeinde Anif zeigt uns, dass Integration möglich ist.